20 von ihnen leben im Müll. Die Straßenkinder Nairobis tauchen aus dem Unrat an der Bahnstrecke am Mutinma Market in Buruburu auf. Der Jüngste ist 11 Jahre alt, die Ältesten hier sind um die 20. Sie schnüffeln Klebstoff, sie schnüffeln Flugbenzin und sie wissen, eines Tages wird es ihr Gehirn verätzt haben. Roger ist einer von ihnen. Der 15-Jährige lebt seit einem Jahr in Mutinma. Von seiner Mutter misshandelt, ist er mit seinen drei Brüdern von zu Hause weggelaufen. Keiner kümmert sich um sie. Wenn die Polizei auftaucht, müssen sie abhauen. Wenn nicht, werden sie verprügelt. Um zu überleben, sammeln sie Plastik und Metall aus dem Müll und verkaufen ihn an Schrotthändler. An normalen Tagen verdienen sie dabei etwa 50 bis 60 Schilling, das sind umgerechnet etwa 50 bis 60 Cent. An guten Tagen machen sie etwa 1 Euro am Tag. Keiner von ihnen geht zur Schule. Roger weiß, dass der Klebstoff nicht gut für ihn ist. Wenn er schnüffelt, dann sei das wie ein Mantel. Er brauche das, um hier zu schlafen, erklärt er. Das Aerosol wird inhaliert, im Gehirn wird neben der dauerhaften Schädigung das Gefühl für Hunger und Kälte gedämpft. Eine praktische Hoffnung, die die jüngeren Straßenkinder hegen, ist einfach erklärt. Sie wollen überleben, um eines Tages zu den Großen zu gehören. Die Müllkippe gehört den Älteren, die den Kleinen erlauben, dort zu schlafen und für sie den Müll zu sortieren. Wenn einer überlebt, um ein Senior zu werden, wird das Leben einfach. Zumindest hoffen sie das. Die Kinder haben keinerlei medizinische Versorgung. Einer zeigt seinen verheilten Beinbruch, ein anderer verlor am rechten Fuß, alle 10 bei einem Autounfall. Krankheiten und Geschwüre prägen das Bild ihrer Armut. Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen und Projekte betreiben zwar Hilfszentren für die Straßenkinder, aber keiner der Mutinma-Gang möchte dorthin gehen. Roger hat Angst vor dem Kinderheim. Die Jungs haben von dem bekannten Ndugu-Gemeinschaftszentrum gehört und der Name steht für schlimme Gerüchte. Die Kinder würden von der Straße geholt, heißt es, zum Zentrum gebracht. Und wenn Geld zu fließen beginnt, werden sie unsanft wieder hinaus befördert. Die Zukunft hält noch ein anderes Problem für die Straßenkinder bereit. Der Markt neben der Bahnstrecke ist illegal. Im Frühjahr 2012 wurden die Wellblechhütten eingeebnet. Jetzt beherrschen Holzstände die Szenerie. Unter dem Schmutz schlummert eine Asphaltstraße. Wenn die offiziell eröffnet wird, müssen die Kinder verschwinden. Das könnte schwierig, wenn nicht gar unmöglich werden, in einer Millionenstadt, die komplett unter den Gangs und Syndikaten aufgeteilt ist. Man weiß nicht, was man den Jungs wünschen soll.